Ganz schnell geht's weiter im Text bei Chrono Trigger DS. Servus, kurz und hallo. Oh, noch mehr. Das mag ich. Ich gucke mal ganz schnell. Wer braucht nochmal alles Text? 733. 520. 60. Machen wir es so. Der nächste Rubble. Ja, komm, gib mir den Omnilock, du allerwertester. Yay. Mist. Ich hasse das. Sorry, aber ich hasse das. Ich will doch nur dieses verdammte Ding kaputt hauen. Ich weiß nicht mal wie. Ha! Sehr schön. Roboland Heal Beam. Cure Wave Dual Tech. Von wem ist denn die? Ah, Frog und Robo. Sehr schön. Und weiter geht's im Text. Ich sehe, da läuft es hinaus. Und zwei davon. Charm 1, Charm 2, verdammt. 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 Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Solange Frog nicht verwirrt wird. Jede Kombination, okay. Nur die Viecher sind zu heftig. Sehr schön. Kriegen wir wenigstens noch einen. Bitte. Jo. Tech Points, sehr schöne Sache. Und hier fahren wir einmal eine Shieldsphäre und ein Shelter. Nicht, dass wir irgendwas davon bräuchten. Ich meine, hier war aber irgendwo noch ein anderer Gegner. Jo. Ja, damit. Eine Heavy Hand. Sehr schön. Kommen wir gleich mal eine Runde heilen. Wer kann, der kann, sagt man ja so schön. Dann gleich wird's lustig. Au! Au! Wir machen zum Glück nicht zu viel Schaden. Aber wie ihr seht, so rüstet man sich aus in dieser tollen, auf diesen tollen Mini-Dungeon, Dungeon, Haupt-Dungeon, je nachdem. So rüstet man sich aus. Und noch ein. Noch eine Heavy Hand. Ich sag ja, hier gibt's massenhaft Geld. Also ich glaube, die gehen 3.000 oder 4.000, das Stück. So, wir nehmen einmal eine Shelter mit. Wir haben ja genug. Ambrosia? Okay. Lapis. So, die Stärkekapsel geht an Chrono. Die Speedkapsel geht ebenfalls an Chrono. Gut, dann wollen wir mal los. Habe ich gehört. Ach, immer noch nicht. Wie enttäuschend. Ein Timehead. Was ist ein Timehead?
Ah, verhindert Stopp. Und Slow. Kann ich nicht gebrauchen. Weil es keine Gegner gibt, die das derzeitig benutzen. Und dann habe ich das dumme Gefühl, dass wir, dass ich gleich beim nächsten Gegner dann total dauergeslowt werde. Das habe ich im Gefühl. Allein schon, weil ich es gesagt habe. Gerade so noch gesehen, wenn man so schön sagt. Gerade so noch gesehen. Keine Sorge, man kann die Kapseln später im Spiel... deutlich später im Spiel noch zu häufig farmen. Was ist das denn? Also, das ist das Gefängnis, in dem das in dem der Guru der Zeit gehalten wird. Krono, schau! Weg ist er. It is Boss Time! Gigagaia! Ein recht fieser und starker Gegner, muss man dazu sagen. Weswegen wir hier in aller Ruhe erst einmal klauen. Linke Hand hat was. Beziehungsweise der Arm dürfte sogar was haben. Ganz bestimmt hat Gigagaia was. Und zwar Gigagaia hat meines Wissens noch eine Kapsel. Bin mir da aber jetzt nicht sicher. Lightning Rod. Eine Speedkapsel. Habe ich doch recht gehabt. Das muss wehgetan haben. Ah, ich verstehe. Eine Double Hand Attack. Ich charme mir jetzt definitiv nochmal was. Vielleicht geht's ja. Wenn nicht, ist es auch nicht weiter schlimm. Nothing to give but gratitude. Ich meine eigentlich, der hatte was. Komisch. Dann irre ich mich wohl. Der Boss ist stark. Deswegen machen wir jetzt mal ganz kurz seine Hände weg. Weg mit dem Patschehändchen. Au! Netter Konter. Den finde ich gut. Das finde ich gut. So, gib mir eine Frenzy. Gib mir die, gib mir dat, gib mir dat. Und ein Slurpkiss, wo wir gerade schon dabei sind. Gigagaia, let's go. Einmal Full Damage ahead, bitte. Wo haben wir denn den Lightning Rod? Und einmal ein Tailspin, der nicht funktioniert. So. Lightning Rod, go. Also wenn die Arme vom Gigagaia entsprechend weg sind, ist der Kampf gar nicht mal so schwer. Nicht, dass der Kampf im Vornherein schwer wäre, aber man muss ja nicht diesbezüglich sein Glück zu sehr provozieren.
Da haben wir es. Combo. Falcon Strike, Arme und einmal Wasser 2. Ach, da hätte ich Wasser 2 gar nicht brauchen müssen. Ja, schade. Das war verschwendete Liebesmüh, wie man so schön sagt. Lightning Rod und... Ja, Süße, du hast nichts, außer... Geht ein Boulder-Toss auf den? Nee, oder? Nee, geht nicht. Hätte ich mir aber fast schon denken können. Cat Attack, Lightning Rod. Bam! Ich mag das Gesicht, was der Kerl hat. Ich finde das toll. Richtig angestellt macht der, schafft es der Boss, einem überhaupt keinen Schaden zuzufügen. Seht ihr, ja? Das war's. Schade eigentlich. Auf jeden Fall ein schön epischer Bossfight. Viel zu einfach, aber episch. 3000 Experience. Und ein paar extra Level. So, dann schauen wir mal, wer der Guru des Lebens ist. Wer ist es denn? Leo. What? Aha. Ich. Okay, ich sehe, dass der Gemütszustand, der Verstand von der Königin ist bereits schon so einem Ausmaße erodiert. Ja, naja. Sieht so aus. Es sieht so aus, dass je mehr Energie die Mama Maschine absorbiert, umso weiter gerät die Königin in den Wahnsinn. Der unsterbliche Lavos hat ihre Seele von seinem Schlaf unterhalb der Wellen Besitz ergriffen. Oh oh. Wir müssen uns beeilen, wir müssen fliehen. Das Siegel ist gebrochen und es wird den Berg hinunterbringen. Kommt bald euch. Blablabla. Bla, bla, bla. Der Berg des Leids. Mama, der Berg fällt. Deswegen sagte ich ja, wenn ihr farmen möchtet, dann farmt jetzt. Eigentlich müsste er doch wesentlich schneller ins Wasser fallen, oder? Eigentlich doch, ja. Doch, schon. Doch, doch, ja, doch, doch, ja, doch. Und so. Lavos schläft schläft tief im Untergrund. Indem er die Energie des Planeten des Planeten aufsaugt. So nah an ihn rangebracht, könnte die Mama-Maschine ihn sogar aufwecken. Wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist. Ältester, Lady Shala ist hier. Oh, oh. Was? Shala? Und Janus auch. Lady Shala, warum seid ihr zu so einem miserablen Ort gekommen? Stellt euch nicht niederer, als ihr seid. Wir Erleuchteten waren einst dasselbe wie ihr. Der einzige Unterschied ist, dass wir nun Puppen von Lavos sind. So ein dreckiger Platz. Melchior. Als der Berg fiel, wusste ich, dass ich euch hier finden konnte. Aber es ist sicher für
Aber ist es sicher für euch, den Palast zu verlassen? Ob es sicher ist oder nicht, ist nicht mehr bedeutend. Der Ozeanpalast ist fertig. Dann ist alles verloren. Nicht alles. Ohne mich ist die Mauermaschine nicht mehr als ein Gefäß. Ich werde dieses böse Ding nicht noch einmal aktivieren. Oh oh. Ich habe den Himmelsweg offen gelassen. Bitte, ihr müsst meine Mutter stoppen. Hm? Ach nee, Dalton. Das Fossil, oh oh. Sei ruhig. Boom. Du kommst mit zum Ozeanpalast mit mir. Wenn du irgendwelche Probleme machst, wird dein Leben... Nun, ich werde keine Verantwortung tragen. Keiner von den Balgen der Königin kennt seinen Platz, was? Oh, lass uns nichts überstürzen. Also ich hätte kein Problem damit, das Leben dieser kleinen Perle hier zu nehmen. Ich habe keine Angst vor der Königin. Wollen wir uns auf den Weg machen, Shara, Liebste? Nun, deine Mutter wartet. Ich hasse Dalton. Unabhängig davon! Let's go! Alter Mann, okay? Mir geht's gut. Aber wir müssen Schala retten. Oder da werden furchtbare Konsequenzen sein. Es gibt keine Hoffnung, sie zu retten. Nicht mal du, Melchior. Oha! Let's go! Ja, dann wollen wir mal los und sie irgendwie großartig aufhalten. Irgendeiner muss es ja tun, wenn er machen. Ja, der Melchior von der Zeit weiß es einfach nicht, dass es um, dass es mal so wurde diesbezüglich aufge... Aha. Das Ruby Knife! Was ist das Ruby Knife? Wie ihr seht, wir haben eine ganze Menge gute Items gekauft. Schon. Ruby Knife, Accessoires, Key Items, Setback Key, Ruby Knife. Können wir nichts machen mit anfangen. Ach, wie schade. So, erstmal wollen wir verkaufen, weil ich habe euch ja versprochen gehabt. Halt, das war oben. Ich habe euch ja versprochen gehabt, dass ich dann mal eine ganze Menge gucken muss. Gucken, 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 gucken. Und zwar... Die Waschrasorts für... 10.000 jeweils. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf, dass die so teuer waren. Ich glaube, jetzt habe ich genug Geld. Oder? Tee? Ich glaube, jetzt habe ich genug. Tee? So, nehme dich, verkaufen wir dich. Verkaufen wir dich und dich. Und haben wieder genug Geld. Gut, Leutings, wir gehen dann in der nächsten Folge wieder zurück nach oben und, ja, bis denn dann. Tschüss.